Spider-Man, Spider-Man, beendet alles High-Quest und die Hauptstory, das reimt sich nicht, mir egal, denn ich spiele jetzt Spider-Man, look out, Slack spielt jetzt Spider-Man. Ich bin ja schon gespannt auf den Miles Morales-Teil, der dann auf der PS5 kommt, was JJ zu dem zu sagen hat, wenn auf einmal ein zweiter Spider-Man rumläuft. Trittbrettfahrer wird bestimmt als Wort fallen. Wir können ja so eine Bingo-Karte machen. Du sollst nicht vom Dach springen, du sollst das hier nur auslösen. Aber selbst du, Sam. Unlimited Power. Ich muss die Bomben finden, bevor sie hochgehen. Ja, machen wir. Ist kein Ding. Ich krieg diesen blöden Stampfsprung nicht hin. Glaubst du es? Ich muss die Bomben finden, bevor sie hochgehen. Ja, ich habe ja welche gefunden. Ich habe sie nur nicht aus der Kiste gekriegt. Oh, es wird wärmer. Glühend heiß. Wo geht's weiter? Wow, das wird sofort weitergeteilt. Da oben. Komm, spring. Ich muss die Trümmer wegschaffen. Next. Ja. Ich hab mich verliebt. Da oben. Du bist auf der richtigen Spur. OMG. Viel näher kannst du nicht mehr kommen. Sind da welche, die mich währenddessen beschießen? Ist die letzte Bombe. Einmal mit Profis arbeiten. Du bist fast da, aber kommst du zu spät? Wo denn? Wo denn? Hab's ja nicht gesehen. Wenn man mit Irren zu tun hat, kann man nicht immer auf den Stil achten. Ja, wenn ich die Fotobombe nicht verkacke und ein bisschen schneller bin, dann geht das schnell. Wenn ich schneller bin, geht das schnell. Druckt's auf ein T-Shirt. Because that is obvious. Ich muss die Bomben finden, bevor sie hochgehen. Weiter so, Spidey! Doch. Nein. Doch. Ja, da ist echt Feuer drin. In der Bombe. Oh, es wird wärmer. Geht da hoch. Junge. Sind auch noch immer in unterschiedlichen Kisten oder was? Das wird sofort weitergeteilt. Na toll. Du bist auf der richtigen Spur. Du bist jetzt da. Okay. Noch eine. Beeilung. Ja.
Reicht das? Hätte besser oder schlechter sein können. Was, wo soll ich denn... So sollte ich meine Autobiografie nennen. Soll ich denn da noch mehr Zeit rausholen? Gut, bei der ersten Bombe war ich ein bisschen langsam und bei dem, wo ich den Kasten per Hand aufmachen musste. Ja, okay, sehe ich ein. Das verstehe ich. Ich muss die Bomben finden, bevor sie hochgehen. Ja, der erste war doch hier gar nicht schlecht eigentlich. Wir kommen da hin, springen ab, schwingen einmal. Du bist auf der richtigen Spur. Du bist jetzt da. Und werfen. Das war gut. Hier habe ich beim Schwingen sehr viel Zeit verpasst. Eventuell kann ich hier ein bisschen Zeit sparen, indem ich seitlich ranlaufe. Perfekt, direkt gefunden. Hier ein bisschen Zeit gespart. Ganz gut. Wo ist die letzte Bombe? Ein tolles Foto. Du bist fast da, aber kommst du zu spät? So. Zeitlich war das toll. Über eine bestandene Irrenprüfung zu freuen? Denn ich freue mich. Weiter so. Vielleicht machen wir ein Spin-off. Bitte nicht. Bitte kein eigenes Crewball-Spiel. Wo? Wir sehen uns! Wo? Sorry, Spinnchen. Du kannst nicht kommen. Nur für Abonnenten. Ich mag dich trotzdem. Screwball ist eine echte Narzisstin. Sie würde nie ihre eigene Party verpassen. Ich muss wissen, wo sie steigt. Vielleicht hat einer ihrer Fans was dazu gepostet. Wenn ich nur jemanden wüsste, der Zeit hat, sich durch diese ganzen Postings zu wühlen. Miles? Miles! Hey, Peach, ich wollte dich mal melden. Miles, hast du gehört, was ich gesagt habe? Du sagtest Hallo. Ah, dann ist dein Timing wohl einfach perfekt. Okay, ich habe eine Mission für dich. Eine Spinnenmission? Oh Mann, dann mal los! Bitte find in den sozialen Medien für mich raus, wo Screwballs 50 Millionen Follower-Party steigt. Oh, okay. Klar, ich ruf dich an, sobald ich was hab. Während Mike sucht, kann ich auf Spidey-Patrouille gehen. Dann lasst uns doch die Hauptmission ein Stück weitermachen. Und danach kümmern wir uns um Screwballs Party. Es sei denn, sie finden jetzt was auf dem Weg dahin schon. Aber nicht so aus. Ja, dann machen wir erst die Mission weiter. Man folge mir. Ich glaube, wir sind da. Ladezeit auf Doom. Yet again. Oder wir machen das! Lasst mich in Ruhe! Ich muss vor Ihnen bei diesem Fahrer sein. Mach sie nicht unendlich schwer! Lass uns lang. Halte die Gegner davon ab, den Laster aufzubrechen, bis die Polizei da ist. Aber nur bis dahin. Ihr Jungfluch-Technik-Schnäppchen? Wartet doch wie alle anderen auf den Schlussverkauf! Vorsicht!
Sie sagten, es kommen noch mehr. Hast du dich jetzt echt auf Discord Vinny genannt? Was denn? Warum geht ihr an die Tür? Lass das mal. Verdammte Tür! Sie, Sir, sind ein verrücktes Huhn. Lass doch mal die Tür in Ruhe. Du nimmst nicht die Tür. Ich würde mich ja verneigen, wenn es nicht so arrogant aussehe. Danke, Spider-Man. Das war echt knapp. Entschuldigung, ich wollte winken. Selbe Taste. Hey, MJ, was gibt's? Hammerheads Jungs greifen ein Oscorp-Versandzentrum bei Seaport an. Okay, ich mach mich auf den Weg. Eine Frage. Wir wissen, dass Hammerhead die meisten Sable-Waffen schon hat und die Ausrüstung, die Polizei hatte. Jetzt klaut er Sable-Technologie, die nach Sumkaria soll. Wo lagert er das ganze Zeug? Keine Ahnung. Aber wenn wir es rausfinden, hat er nichts mehr davon. Ich werde mir die Aktivitäten seiner Männer mal auf der Karte anschauen. Vielleicht sticht ein Ort heraus. Guter Plan. Hey, ich habe mich über die Situation in Sumkaria informiert. Der herrschende Diktator greift sein eigenes Volk an. Silver Sable hat die Rebellen so wie in Amerika bewaffnet und schlägt zurück. Aber sie verliert. Klingt, als könnte sie das Zeug brauchen, das Hammerhead ihr klaut. Das erklärt, warum sie so wütend ist. Und verzweifelt. Vielleicht, aber ich glaube, wütend ist einfach ihr normaler Zustand. Ich lass dich wissen, was ich im Versandzentrum finde. Ist wie in Amerika. Da greift der Diktator auch das eigene Volk an. Miles! Was hast du für mich? Schieß dir an? Miles, das ist toll! Vielen Dank! Soll ich da hinkommen? Nur für den Fall, dass du Hilfe brauchst? Nein, aber keine Sorge. Du kommst noch früh genug zum Einsatz. Cool! Bis bald, hoffe ich zumindest. Warten ist echt hart. Ich weiß, Miles, ich weiß. Bis bald. Okay, Dachparty, Enkel Church und Broom. Ja, aber vorher... Das Traumste an Screwball ist wohl... dass sie ein Opfer ihrer eigenen Fans geworden ist. Die meisten Verbrecher haben ein Endziel. Du wolle ja nicht. Sie ist nur ein Social-Media-Opfer. Solange ihre Fans ihr Anerkennung geben, wird sie immer gefährlichere Aktionen starten. Und deshalb muss ich sie aufhalten, heute Nacht. Hau lieber an! Lass mal hier die Türen in Ruhe. Das hatten wir gerade schon, das Spiel. Ernsthaft, ich stehe direkt hier und ihr wollt es trotzdem versuchen. Ist aber mindestens ein Kiefer gebrochen, oder? Jetzt klebst du an der Tür dran, das hast du jetzt davon. Mitbringen? Ich krieg langsam Hunger. Oh, das wäre voll nett. Noch ein bisschen, dann sind wir drin. Alter, lass mich mal hier in die Tür. Ich mach dich da. Was ist denn jetzt hier auf einmal? Verdammte Tür!
4 Drohnen. Fitnessstudio. Was zur Hölle? Vielen Dank. Ich glaub, wo kommen die auf einmal alle her? Also wir haben Screwball, wir haben Verbrechen jetzt plötzlich in der Stadt und wir haben zwei Nebenmissionen, die Abschlussparty. Achso, dann gibt es zwei geteilte Missionen wahrscheinlich, ne? Wir gehen mal Richtung Party, aber wenn wir unterwegs ein Verbrechen sehen, müssen wir das natürlich stoppen. Ich würde gerne da hoch. Danke. Manchmal ist da so eine Kante, wo er einfach nicht hochspringen kann. Officer in Patt-Situation mit bewaffneter Magia. Haben einen Vorfall bei Park City. Over. Hi. Das ist Spider-Man. Schnell hinab. Was hat uns da getroffen? Da ist Treibstoff. Sie dürfen nicht schießen. Und die Polizei schießt. Sollte die Polizei auch mal aufhören, auf den Treibstofflaster zu schießen? Ende gut, alles gut. Und so eine Idee? Es sei denn, es gibt noch mehr von diesen Tankwagen. So, wir besuchen erstmal die Party von Screwball. Wenn uns nichts mehr dazwischen kommt. Explosionen machen doch nicht Spaß. Wenn man sie nicht selber verursacht. Oh, die haben sogar Musik. Schlechte Musik. Ach so. Guten Tag. Hallo. Moin. Okay, Screwball muss hier irgendwo sein. Es sei denn, sie trickst mich wieder aus. Aber diese Party wäre nach ihrem Geschmack. Hey Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß. Vergesst nicht, mich in euren Selfies zu taggen. Oh, seht mal, Spider-Man ist hier. So eine Überraschung. Sind alle bereit fürs Staffelfinale? Hallo, guten Tag. Hi. Super, keine Bewegung. Komm schon, die Welt sieht uns zu. Screwball entkommt? Anschauen, bist du noch lange nicht besser als andere. Hä? Wow, Stimmungskiller. Etwas netter und witziger bitte, okay? Hä? Ich bin doch sofort los. Screwball, keine Bewegung. Komm schon, die Welt sieht uns. Wieso ist sie überhaupt so schnell? Die ist Influencerin. Die ist doch kein Superschurke. Erwische jede von Screwball aktivierte Fotobombe, um die mit ihnen verbundenen Fallen zu entschärfen. Toll. Auf keinen Fall. Sieh dir mal an, wie viele jetzt zuschauen. Wir müssen. Schau mal, eine Fotobombe. Begibt sich lieber dorthin. Ja, habe ich gemacht. Jetzt werden nochmal alle Challenges quasi kombiniert, oder was? Mann. Heutzutage haben alle Drohnen. Vor allem sie. Hier, was? Drohnen mit Netzschießern? Was? Oh Gott. Ich muss erstmal an die Drohnen rankommen, oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen überfordert.
Hinterher. Ja, ich arbeite dran. Entschuldigung. Gut ist, ich muss hier, glaube ich, keine Punktzahl erreichen. Ich muss einfach nur alle mitnehmen und sie nicht verlieren. Ich muss alle Drohnen ausschalten. Eine Drohne weniger. Das waren alle. Endlich. Bringen wir das im Nahkampf zu Ende. Du hast mich nur erwischt, weil du mich erwischen solltest. Schau mal, so viele neue Follower! Ja! Alter. Ich bin ja? Aber natürlich. Kann ich auf dem Weg ins Zivilized Free? Du bist offiziell offline. Wir haben sie. Sie sitzt im Auto und ist festgenommen. Meine Fresse. Davon ein Foto für Instagram. Ich würde jetzt gerne die Verbrechen erledigen. Wenn wir schon mal hier oben in der Gegend sind. Dann haben wir die schon mal wieder aus dem Weg. Außerdem muss mein Herz sich erst wieder ein bisschen beruhigen nach dem Schreck, dass wir da plötzlich hinter ihr herschwingen mussten. Wie hat die es geschafft, von Dach zu springen? Die hat doch gar keine Superkräfte. Da haben ihre Drohnen ihr dabei geholfen. Natürlich. Die traditionellen Medien sind doch noch nicht tot. Nicht, dass meine Zuhörer das je geglaubt hätten. Sie sind ja auch regelmäßige Weltklasse-Inhalte gewohnt. Aber ich rede natürlich von Screwball und ihren Livestream-Gangstern, die endlich weg vom Fenster sind. Oder vom Internet, wie auch immer. Der Punkt ist, wir können uns endlich wieder zurücklehnen. Frei von Angst, der furchtbaren Stimme einer sogenannten Internet-Persönlichkeit lauschen zu müssen, die sinnlose Abkürzungen ins Ethernet kreischt. Internet, wie auch immer. Wie gefällt dir das? Meme, Screwball, goodbye! Was soll das heißen? Das ist kein Meme. Das ist Englisch. Also ist es eins. Ja. Okay, Boomer. Nein, nicht okay, Google. Das hat niemand gesagt. Niemand wollte mit meinem Telefon reden. Aber auch lustig, dass es auf den Spruch reagiert. Ah, da waren Verbrechen. Ich hab's genau gerochen. Es war da. Und jetzt ist es weg. Wo ist es hin? Oh, wir haben es verpasst. Internet macht alle Einheiten. Wir Verbrechen. In gestohlenem Laster. Alle nach Grand Central. Over. Perfekt. Sowas in der Art habe ich gesucht. Wir kürzen mal ein bisschen hier oben ab. Würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Lasst mich ran. Ihr seid in die Polizei verknallt und wollt euch interessant machen. War das ein neuer Spruch? Ich bin begeistert. Mit den Lipsen auf.
Kannst du mal bitte nicht da schießen, wo Zivilisten stehen? Gilt für dich auch. Bestimmt. I see what you did there. Die waren entweder richtig verzweifelt oder richtig dämlich. Vielleicht beides. Wahrscheinlich beides. Mehr Verbrechen, please. Klamotten stecken würde. Um reinzukommen. Sie holen Verstärkung. Holen sie tatsächlich von allen Seiten. Spider-Man ist hier. Holt mehr Leute. Das ist nicht eine Liga-Penner. Ihr Jungs wisst einfach nicht, wann Schluss ist. Das ist bewundernswert. In Ruhe. Niemand möchte, dass ihr an diese Tür geht. Nicht so arrogant aussehe. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Kein Problem. Klar, auf dem Schirmchen abgesprungen. So, viel weiter nördlich sollte ich nicht, weil da ist es zu Ende. Da gibt's wieder Explosionen. Wuhu. Hey Jungs, hallo. Ich werde euch jetzt den Tag vermiesen. Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass du ein Peitschenmann bist. Du bitte dahin. Du da. Ja, das sah albern aus. Das gebe ich zu. Reden wir nicht mehr drüber. Das hätte böse enden können. Hätte es wirklich. Risiko muss sein, schätze ich. Haben wir was Neues? Cancelled. Popular online personality arrested. Petition to pardon. Fans ask for... Jenen sie?
Was heißt Ian-N-Sie? Lennon-Sie? Lennon-Sie, ne? Lennon-Sie. Ich weiß es nicht. Cautionary Tale. Experts on Social Media Epidemic. Best Wi-Fi in City. 5 Best Boutique Hotels. Flu Season Worst Ever. Ja, in der Tat. Leniency. Okay. Und was heißt das? Nachsicht. Aha. Wieder was gelernt. Das ist so ein Educational Stream, den wir hier veranstalten. Ich bin begeistert. Finde ich ganz toll. Danke, ich weiß, was Nachsicht heißt. Ich wusste nur nicht, was das englische Wort heißt. Aber jetzt kommt es mir doch irgendwie bekannt vor mit Linien C. Ich glaube, das hat man schon mal gehört, aber ich kannte halt die Übersetzung nicht. Hui. Ab nächster Woche gibt es übrigens eine Neuerung im Stream. Denn kann ich hier ja schon mal ein bisschen spoilern. Zu meinem Geburtstag gestern habe ich unter anderem eine Webcam bekommen. Das heißt, wir können dann mit Fratzenkamera spielen. Was soll das denn heißen? Der Incredible Jumpman. Vielleicht solltet ihr nicht einen halben Meter vor euch mit einer Rakete auf dem Ziel und so. Wer bringt das Leben zu einem Spinnenkampf mit? Schon ein bisschen unhöflich von dir. Na, deswegen fangen wir heute noch nicht damit an, weil ich erst das Layout entsprechend anpassen will. Aber wahrscheinlich ist es so, ja. Wahrscheinlich dauert es ein bisschen. Wo ist der Konvoi? Ich bin doch sofort dahin, wo der war. Wollt ihr mich verarschen? Ich war direkt auf dem Weg. Ich habe nicht angehalten, keine Pause gemacht. Hab mich nicht davon wegbewegt. Das ist doch Betrug. Letztes Mal hast du ohne Kamera gemacht. Weil du nackig gestreamt hast, bestimmt. Jungs, wir haben Spinnenkontakt. Worauf wartet ihr da noch? Holt ihn vom Himmel! Ja! Hallo? Ich muss hier weg! Erwischt! Warum legt er sich auch mit der Matsche an? Die Matsche ist kaputt! Du machst den extra Licht dafür an, ne? Ja, aber die Lichtsituation habe ich noch gar nicht nachgedacht dabei. Das könnte noch interessant werden. Und hops. Seid froh, dass ich euch vor Silver Sable gefunden habe. Wieso bin ich jetzt in Greenwich? Niemand wollte nach Greenwich. Wir wollten hier oben das letzte noch machen. Ach so.
Ja, ein Greenscreen habe ich gar nicht. Ich mache das schön mit Kasten. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier noch ein Greenscreen in der Ecke unterbringen soll, in der ich streame. Verbrecher, wo seid ihr? Ich habe hinter mir einen Schrank. Da mache ich die Tür auf und dann seht ihr nichts. Dann ist das wie eine Wand. Verdammt! Der Spinnenkopf ist da! Der Spinnenkopf? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich glaube, dieser Laster gehört euch gar nicht. Darf ich mal nachsehen? Hier steigt ihr aus. Vorsicht! Wir verlieren von allen Seiten! Ja! Bremsen. So, ein Laster leer. Bringt ihn auf den Boden! Töte den! Für Hammerhead arbeiten verdammt viele Leute! Ich wollte gar nicht so viele von denen machen, aber ist auch okay. Puh, die waren entweder richtig verzweifelt oder richtig dämlich. Vielleicht beides. Midtown fertig. Da gibt's keine. Ja, jetzt kann man von mir aus nach Greenwich. Hat's aber nicht. Es hätte Tote geben können. Ich wollte schon sagen, mach mal so einen Faden vielleicht. Um an Netzen zu schwingen, muss man Netze schießen. Passieren. Hallo. Seit wann ist in New York so friedlich? Sind sie auf einmal nicht mehr so friedlich. Man sollte aufpassen, was man sich wünscht, oder? In der Tat. Bin dagegen, dass wir die weiter benutzen. Tschüss. Du bist auf dem falschen Dach. Geh mal wieder darüber. Ich bin echt urlaubsreif. Irgendwas Tropisches, ohne Raketen. Die Raketen sind echt böse. Oh mein Gott, das habe ich jetzt geschnallt. MJ hat am Anfang auch vom Urlaub gesprochen. Er sagt zwischendurch, er ist urlaubsreif.
Die fahren bestimmt über Weihnachten in Urlaub und dann ist Miles alleine hier und dann spielt der Miles-Teil, weil Peter nicht in der Stadt ist. Da würde ich drauf wetten. Die bauen das doch nicht ohne Grund hier ein mit dem Urlaub. Und dann auch noch mehrfach. Mit Sicherheit ist es so. Und Miles hat sein Training dann noch nicht abgeschlossen, muss aber sich trotzdem schon beweisen. An alle Einheiten. Angriff auf einen Säbeltransport durch die Magia. Bitte alle zum Tenderloin. Over. Lass die Tür in Ruhe. Lieber, als ihr noch an der Abfallentsorgung tätig wart. Spider-Man, ich wusste, der kreuzt auf. Sie holen Verstärkung. Ich bin dagegen. Spider-Man ist hier. Holt mehr Leute. Die Tür. Elektronetze. Denkst du? Ich mach euch alle am Boden fest, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich es mit den Füßen machen muss. Hier, nimm mal eine Palette. Ah, wir haben wieder Freunde in der Luft. Nein, weich doch raus, weich doch raus. Gott. Kümmere mich um die Tür. Das klingt nach einem Graber. Na toll. An die Wand. Nein, okay. Elektronetz. Diese Typen haben es aber echt auf die Sable-Technologie abgesehen. Naja, eigentlich haben sie es auf alles abgesehen. Spider-Man, mir egal, was die anderen sagen. Für mich bist du ein Held. Danke, erzähl's weiter. Alter. Noch zwei hier, ne? In dem Gebiet, glaube ich. Alle Einheiten. Die Magia hat eine Sable-Lieferung gekapert. Bitte Einheit nach Flatiron. Over. Also nochmal das Gleiche. Diese Hammerhead-Typen plündern die Lastwagen. Können die denn nicht einfach im Laden einkaufen gehen? Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Straßenfest veranstaltet und den freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft nicht einladet. Wie hat er das gemacht? Hat gezaubert. Danke, Dave Knight, und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir spielen ein bisschen Spider-Man und mir fällt gerade auf, ich habe den Titel gar nicht geändert vom Stream. Kann das sein? Mir geht's gut. Wir spielen hier den dritten DLC und das muss ich vielleicht eventuell mal aktualisieren. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Silver Lining spielen wir nämlich heute schon. Aber mir sagt natürlich auch keiner Bescheid.
Das updaten wir mal gerade. So. Sollte die Beschreibung auch wieder passen. Ja, wir machen einen 100% Run, das heißt, wir nehmen auch alles mit hier. Die DLCs habe ich auch schon einmal durchgespielt gehabt vor... Ja, irgendwann, als sie rauskamen damals. Ende 2018, Anfang 2019. Und jetzt nehmen wir hier nochmal alles mit. Sind gerade dabei, die Verbrechen alle abzuklappern hier. Dass wir die schon mal erledigt haben für das DLC. Oh, hat schon gereicht. Das muss ich später unbedingt Fable erzählen. Vielleicht lerne ich sie dann von ihrer guten Seite kennen. Sofern sie eine hat. Aber schön, dass du hergefunden hast. Ich hoffe, dir geht's auch gut an diesem Sonntag. Ich hoffe, du hattest schon ein entspanntes Wochenende bisher. Ein Verbrechen müsste hier noch sein, genau. Achtung, Einheiten! Gefahr durch gekaperte Transporter! Bitte unverzüglich nach Chelsea! Spider-Man ist hier! Zeigen wir ihm, dass er nicht erwünscht ist! Haltet ihn auf! Never! Okay, das war's! Zeit schlafen für euch! Achtung! Die Waffen sind kaputt! Er zerstört unsere Waffen! Ja, das ist richtig. Magen-Darm ist echt nicht gut. Das wünscht man niemandem. Für die geht's schnell wieder besser. So, Greenwich ist auch sauber. Dann haben wir noch vor uns Chinatown und das Finanzviertel. Im Finanzviertel haben wir schon zwei. Aber ich würde sagen, erstmal nach Chinatown. Die ganzen Gerätschaften und so haben wir natürlich alle schon freigeschaltet. Im Laufe der Hauptstory. Wenn wir mit den DLCs durch sind, müssen wir noch einmal ins Hauptspiel zurück. Ich glaube, wir haben noch ein paar Bugles verpasst, die müssen wir noch lesen. Eventuell noch einen JJ-Podcast, da bin ich mir aber nicht sicher. Kann sein, dass wir alle hatten. Und wenn wir dann noch Lust haben, das zählt eigentlich nicht zu den 100%, aber dann könnten wir noch die versteckten Fotolocations suchen. Aber das ist alles für ein andermal, nicht für heute. Wir uns jetzt erstmal hier um die Completion vom DLC. Okay, vielleicht ein bisschen mehr Richtung Chinatown. Achtung, Magia hat einen Laster mit Sable-Ausrüstung gekapert. Der Ort ist am nördlichen Ende von Chinatown. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die Karte zwischendurch aufruft, dann triggern die Verbrechen schneller. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ja, lass mich doch mal den vorderen Laster stoppen. Ich glaube, da ist Sable-Technologie drin. Jungs, hört auf mich. Mit ihr wollt ihr euch nicht verderben. Noch ein neuer Spruch. Respekt. Hat mich gerade ein Auto überfahren? Ach, da sind auch welche von denen. Lass mich
doch mal in Ruhe hier Geräte ausprobieren. Wahrscheinlich waren die hinter dem Transport, ne? Würde ich mal annehmen. So, für den nehmen wir wieder Elektronetzer. Das klang nach Jetpack. Beunruhigt mich nur ein bisschen. Wir werden dein Gesicht einschlagen. Auch mein Gesicht aber noch. Ja, ein ganz normaler Tag. Ein sehr langer Tag. Wir können das ja auch mal testen hier mit der Theorie. Wir gucken nochmal auf die Karte. Ob es dann schneller geht mit den Verbrechen. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Wahrscheinlich ist es nur Einbildung. Ich glaube, es war Einbildung. Achtung, brauchen Einheiten bei Angriff auf einen Sable-Transport-Konvoi. Guten Tag. Was mit dir? Hör mal auf mich zu schießen, ich muss erst hier den Großen wegmachen. Oh, ich bin dagegen. Achtung vor dem Roboter! Bezweifle es. Hoffentlich schafft es diese Lieferung noch wohlbehalten nach Sotaria. Nächstes bitte. Das war nicht sehr elegant. Aber wir reden einfach nicht drüber, okay? Achtung! Bewaffnete Verdächtige haben einen Sable-Transporter entführt. Die nächsten Einheiten bitte nach Lower Chinatown. Schon unterwegs. Spider-Cop to the rescue. Hey Jungs, ich glaube, das ist nicht euer Laster. Ja, hol sie dir, Spidey. Vorsicht, sie sagten, es kommen noch mehr. Es kommen immer mehr. Auch nicht fair. Der Boss will seinen Kopf. Wir dürfen keinen mehr verlieren. Keinen Kopf mehr verlieren? Hammerhead hat einen Menge-Typen auf seiner Gehaltsliste. Bitte nicht die Tür anfassen. No touchy. Ist aber nett, dass die alle extra zu mir kommt. Es sieht immer so stylisch aus, wenn man das hier einigermaßen gut hinkriegt. Ausgesprochen, ist schon wieder vorbei.
Machen wir den. Guten Tag. Ja, natürlich kommt noch ein Graber. Kann ich eigentlich erst mit dem schnell durchschalten? Geht nur in einen. Doch, geht! Krass. Vorsicht! Ihr verliert von allen Seiten, Leute! Bitte! Bringt ihn auf den Boden! Wir werden mein Gesicht einschlagen! Bleib mal liegen. Und du legst dich gleich dazu. Nichts vergisst mir so den Tag wie ein Haufen Kriminelle auszuschalten. Jetzt kommt die Polizei oder was? Ich glaube, ich suche mir lieber einen anderen Job. Ja, mach das mal. Sichern wir den Laster. Wir haben bisher nichts getan, was hier irgendwie zur Situation beigetragen hätte. Aber jetzt, wo alles fertig ist, können wir gerne kommen und dann haben wir alles gerettet und der Tag ist toll. Yay, Polizei. Ich glaube auch. Die müssen ja um die Ecke gewartet haben, genau bis zu dem Moment, wo der letzte von denen am Boden ist. Meine Spinnennase wittert ein neues Verbrechen. Wirklich unbedingt vor einem undichten Tankwagen kämpfen? Berechtigte Frage. Die Antwort wird Sie überraschen. Ich hätte das andere Netz ausgewählt. Hatte ich mal wieder nicht. Das hätte böse enden können. Ich dachte, ich wäre erledigt. Und zwar nur dank Spider-Man. Wir hatten die Situation unter Kontrolle. Hattet ihr überhaupt nicht? Ihr habt mit MGs auf den Tankwagen geschossen. Das ist nicht die Situation unter Kontrolle haben. Das ist mehr so das Gegenteil. Alle Einheiten. Wir verfolgen gestohlene Sable-Transporter. Alle Einheiten in Corleone zur Bitte bestätigen. Unterwegs. Die Jungs, wir haben Spinnenkontakt. Worauf wartet ihr denn noch? Und in der Motor! Okay, das war's. Zeitstrafe für euch. Das Geschütz ist hin. Fährt der andere weiter? Oder bleiben die stehen? Oh Gott, die bleiben stehen. Pizza wäre geil. Dass der auch immer von Pizza reden muss hier. Das wäre der Hungerstream. Aber wenn ich hier fertig gestreamt habe nachher, dann gibt es bei uns Reste von gestern. Wir haben gestern gegrillt. Da ist noch jede Menge geiles Grillfleisch über. Da freue ich mich schon drauf. Da sind noch zwei. Warum steht ihr denn so abseits? Du siehst mich nicht. Yeah.
Siehst mich doch, okay. Alles wie immer. Chinatown ist sicher. So, dann haben wir nur noch das Finanzviertel. Übernehmen jetzt Spider-Man. Und da müssen wir noch drei. Auch das haben wir bald fertig. Ich freue mich schon voll auf die Avengers Beta nächste Woche. Das wird so gut. Und natürlich auch wieder im Stream. Werbung. Eigenwerbung und so. Geht das nicht ohne Raketen? Ich mag das nicht, dass ihr mich alle haut und ich keine Geräte einsetzen kann. Den kann ich nicht vom Dach werfen, ne? Alter, diese Jetpack-Typen. Die gehen mir so auf die Nüsse. Was machst du da drüben? Wo ist denn jetzt noch einer mit dem Raketenwerfer gewesen? Nein. 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 Alle nein. Gibt's nicht. Zu einem Spinnenkampf mit. Nur Bekloppte. Nur noch zwei Verbrechen. Dann ist die Stadt verbrechensfrei quasi. Quietschen. Wo seht ihr denn die Spinne, wenn ich noch über 100 Meter weg bin? Ich glaube, da ist Fable-Technologie drin. Jungs, hört auf mich. Mit ihr wollt ihr es euch nicht verscherzen. Alle, raus! Wir verlieren zu viel Jungs! Ja. Guten Tag. Wo kriegen Hammerhead-Jungs bloß ihre Anzüge her? Er hat mich! Vor den Jetpacks aufpassen.
Da ist doch noch einer. Sable wird froh sein, dass ich ihr Zeug wieder habe. Oder vielleicht nicht froh, aber ein bisschen weniger. Dann hätten sie nicht so viele Jungs verloren, meinst du, ne? Und dann sind wir wieder bei der Gleichberechtigungsdebatte vom letzten Mal. Warum sind die ganzen Goons immer männlich? Dürfen bei der Magia keine Frauen mitmachen. Und bei den Dämonen. Und bei Kingpin. Und bei so ziemlich allen anderen Verbrechensorganisationen, die es hier gibt. Immer nur Männer. Achtung, die Magia hat einen Säbeltransporter entführt. Brauchen Officer vor Ort im Finanzviertel. Was? Spider-Man, schaltet ihn aus! Ich kann nicht glauben, dass ihr ein Straßenfest veranstaltet und den freundlichen Spider-Man aus der Nachbarschaft nicht einladet! So. Und dann. So. Zack. Das muss ich später unbedingt Sable erzählen. Vielleicht lerne ich sie dann von ihrer guten Seite kennen. Sofern sie eine hat. Das dürften dann alle gewesen sein, oder? 5 von 5. 5 von 5. 5 von 5. 5 von 5, 0 von 5, von 0, von 0, von 0, passt. Danke, Spider-Man.